Und sagen Sie mal hi. Das Gefühl, gebraucht zu werden, das Gefühl, helfen zu können, das ist was sehr Wertvolles. Noch mal durchschauen, bitte. Aber wirklich, wirklich anstrengend finde ich tatsächlich, wenn ich den Eindruck habe, dass wir so überbordend viel zu tun haben, dass ich dem einzelnen Patienten nicht mehr so gerecht werden kann, wie ich es gerne möchte. Köln, Stadtteil Ehrenfeld, an einem Mittwochmorgen um 7.30 Uhr. Die Hals-Nasen-Ohren-Ärztin Nora Bertenburg ist auf dem Weg zu ihrer Praxis. Noch ein kurzes Gespräch mit den Mitarbeitern, bevor es losgeht. Um Punkt 8 Uhr öffnet die Praxis. Es dauert nur Sekunden, bis sich eine Patientenschlange am Empfang bildet. Im Wartezimmer ist schnell jeder Platz besetzt. Um 8.07 Uhr nimmt Herr Pelzer auf dem Behandlungsstuhl Platz. Ich habe jetzt öfter schon Nasenbluten, ne, hier auf rechter Seite. Also ja. Ganz plötzlich. Meistens abends. Plötzlich starkes Nasenbluten immer mal wieder. Weil sich der Großteil der Nase im Innern des Kopfes befindet, schaut Nora Bertenburg dort auch ganz tief hinein. Gut. Ich sehe jetzt aktuell in der Nase kein Gefäß, was ich irgendwie veröden könnte. Mhm. Das wird wahrscheinlich ein arterielles Gefäß gewesen sein, wenn das so eine kräftige Blutung war. Ja. Bloß, wenn das eben sehr weit hinten ist, dann kann ich da eben auch nicht mit den Verödungspinzetten drankommen. Wenn das wieder akut blutet, dann haben Sie schon richtig reagiert, dass Sie gekühlt haben. Also das Kalte ist in den Nacken ist gut. Sie können auch, wenn Sie das zur Hand haben, Eiswürfel in den Mund nehmen. Das hilft von unten sozusagen. Ah, krass, ja. Wenn dann nach 10 Minuten die Blutung vorbei ist, dann ist das erstmal okay. Wenn nicht, dann bitte im Zweifelsfall akut hierher kommen. Dann können wir gegebenenfalls auch eine Tamponade legen. Mit so einer Tamponade wird halt dann eben Druck auf die Blutgefäße ausgeübt, auch weiter hinten. Mhm. Ja. Also Nora Bertenburg geht davon aus, dass das mutmaßlich geplatzte Äderchen von selbst verheilt. Sie verschreibt Herrn Pelzer noch eine Nasensalbe und empfiehlt ihm, seinen Blutdruck im Blick zu behalten. Gut, vielen Dank. Alles Gute. Alles klar, Dankeschön. Ein vermeintlich kurzer Patientenkontakt wäre da nicht die Dokumentation, die Nora Bertenburg wie immer noch schreiben muss. Seit 9 Jahren betreibt Nora Bertenburg ihre Praxis für Hals-Nasen-Ohrenheilkunde im Kölner Stadtteil Ehrenfeld. Die 41-Jährige behandelt durchschnittlich 50 Patientinnen und Patienten pro Tag. Die nächste Patientin ist Frau Schafgans und sie möchte wissen, warum sie in der Nacht manchmal schnarcht. Mein Partner hat mich darauf aufmerksam gemacht. Mhm. Und ich weiß nicht, ob es vielleicht auch an Allergie oder sowas irgendwie liegen kann. Wie bekommen Sie denn Luft durch die Nase? Geht das gut oder ist das eingeschränkt? Also nachts und vor allem bei mir zu Hause habe ich schon ein bisschen das Gefühl, dass es ein bisschen eingeschränkt ist. Nora Bertenburg geht auf die Suche nach möglichen Ursachen für das Schnarchen. Erst ein Blick in die Ohren, dann tief in die Nase. Videosprechstunden kommen für die HNO-Ärztin kaum in Frage. Für meine Arbeit muss ich die Patienten sehen, ich muss die Befunde sehen. Und gerade im HNO-Bereich, das HNO-Gebiet ist das Fachgebiet mit den meisten Körperöffnungen. Wir müssen tatsächlich auch in den Kopf hineinschauen. Das geht nicht über ein Video. Aha. Und sagen Sie mal, hi. Okay. Wunderbar, das war's. Alles klar. Dass die Nasenatmung im Liegen schlechter wird, das kann zusammenhängen, möglicherweise mit Allergien, Hausstaubmilbe oder ähnliches. Das kann aber auch einfach tatsächlich physikalisch bedingt sein. Dementsprechend machen wir sehr gerne einen Allergietest. Wir gucken immer, dass wir erst einen Test auf der Haut machen. Das ist ein Screening-Test. Das ist quasi ein Hinweis für eine Allergie. Also es zeigt uns eine Sensibilisierung. Frau Schafgans hat glücklicherweise etwas Zeit mitgebracht. Denn jetzt geht es für sie zum Allergietest in Behandlungsraum 3. Auch Nora Bertenburg wechselt das Sprechzimmer. In der Nummer 2 wartet schon Markus Weigel, bei dem die Selbstreinigung der Ohren nicht ausreicht, was den passionierten Bergwanderer zunehmend stört. Ja, da ist was drin. Ist auch relativ weit nach hinten geschoben. Benutzen Sie Wattestäbchen im Ohr? Ja, ab und zu. Ja, ich würde empfehlen, aus dem ab und zu einen gar nicht zu machen. Erst ist das rechte Ohr dran, kurze Zeit später wird das linke Ohr gereinigt. Nach nur wenigen Minuten hat Markus Weigel wieder saubere Ohren und hört auch wieder besser. So, tipptopp, das wär's gewesen.
Diese Befreiung. Geschafft. Super. Kann ich sonst noch was für Sie tun? Alles klar. Für Markus Weigel geht's wieder ohne Probleme in die Berge. Für Nora Bertenburg, wie nach jedem Patientengespräch, an den PC für die Dokumentation. Währenddessen bekommt Frau Schafgans verschiedene Flüssigkeiten auf den Arm geträufelt. Ob die Haut allergisch reagiert, wird sie in wenigen Minuten sehen. Am Empfang brummt es nach wie vor. Das Wartezimmer wird einfach nicht leerer. An Pausen ist hier momentan nicht zu denken. Es ist anstrengend. Es gibt Situationen, da wird es auch wirklich viel. Und da braucht es auch Rückhalt zu Hause, da braucht es Rückhalt hier im Team. Im Sprechzimmer sitzt Frau Weber, die seit einiger Zeit über Halsbeschwerden klagt. Bislang ist Nora Bertenburg der Ursache noch nicht auf die Schliche gekommen. Es gibt solche Probleme auch in Verbindung tatsächlich mit Magensäure. Das kann es auch als sogenannten stummen Reflux geben. Das heißt, dann haben Sie gar nicht unbedingt Sodbrennen oder Ähnliches. Aber die Magensäure kann entweder gasförmig aufsteigen oder auch zum Beispiel nachts, wenn Sie liegen, dass die dann zurückläuft und dann eben hier oben die Schleimhäute im Hals reizt. Ich gucke mir das jetzt nochmal an. Sie kennen das ja schon. Ganz locker durch den Mund Luft holen. Dann ist die Nase mal richtig durch den Mund. So. Jawohl. Atmen, weiter atmen. Und sagen Sie mal hi. Und Luft holen. Jawohl, okay. Ich würde tatsächlich empfehlen, dass wir da mal einen Versuch mit einem Medikament gegen Magensäure machen. Ja. Weil der Kehlkopf ansonsten sieht gut aus, die Stimmlippen sind glatt. Wenn es danach gut ist, ist es auch erstmal okay. Wenn es dann aber wiederkommt, dann muss auf jeden Fall der Magen auch weiter abgeklärt werden. Ja, okay, gut. Ja, danke schön. Wunderbar, sehr gerne. Dann wünsche ich Ihnen erstmal gute Besserung. Ja, danke schön, schönen Tag noch. Ihnen auch. Gerade bei unklaren Befunden braucht Nora Bertenburg Zeit für die Patienten. Zeit, die sie aber immer seltener hat. Ich zähle die Minuten nicht mit, weil das überhaupt keinen Sinn ergibt. Also letztlich, wir haben hier jeden Tag ein volles Haus. Wir versuchen hier insgesamt in der Praxis einerseits jeden Patienten anzunehmen, der mit akuten Beschwerden kommt. Wir möchten niemanden wegschicken, der ein akutes Problem hat und sagen, ja, wir haben erst in 3 Wochen wieder einen Termin. Gleichzeitig natürlich Patienten, die einen Termin gemacht haben, sollen auch möglichst zeitnah ins Sprechzimmer kommen. Patienten, die ein Problem haben, was sich schon länger zieht, können das natürlich nicht in 2 Sätzen beschreiben. Natürlich möchte ich mit denen reden. Es gibt Tage, an denen das schlichtweg nicht möglich ist. Sagt Nora Bertenburg, während schon der nächste Patient auf sie wartet. Erzählen Sie, was kann ich für Sie tun? Also ich habe so 2 bis 3 Mal im Jahr Halsschmerzen und entzündete Mandeln. Ich wollte fragen, ob jemand vielleicht die so ein bisschen operieren kann. Ja, Sie können das sehr gerne so machen, dass Sie beim nächsten Infekt, beziehungsweise das nächste Mal, wenn Sie Halsschmerzen haben, dass Sie einfach direkt zu uns kommen und dann gucken wir uns das an. Ich würde dann schon ganz gerne vorher einmal sehen, ob es wirklich die Mandeln sind oder ob sich eben der ganze Hals entzündet, weil wenn es der ganze Hals ist, dann hilft Ihnen die Mandelentfernung nicht. Dann schaue ich mir alles einmal an, dann dürfen Sie einmal dort rüber auf diesen Stuhl wechseln und ich komme hinter Ihnen her. Ich gucke erst einmal die Nase. Gucken Sie ganz entspannt zu mir. Genau. Ja. Ich gucke noch einmal ein bisschen tiefer, um auszuschließen, dass da irgendwelche Polypen sind. Es kann ein bisschen drücken in der Nase, passiert aber nichts Schlimmes. Ist ein bisschen wie so ein Covid-Abstrich. Okay, Polypen sind da keine. Gut, dann schaue ich einmal Mund und Hals an. Gerne einmal den Mund ganz locker öffnen. Gucken Sie weiter zu mir. Ganz entspannt lassen. Jawohl. Ja, also die Mandeln sind ein bisschen vernarbt, aber ich habe auch den Eindruck, dass sie so ein bisschen prominente Seitenstränge haben. Also hinter den Mandeln ist nochmal mandelähnliches Gewebe, was ich eben auch sehr gut entzünden kann. Da würde ich wirklich empfehlen, dass sie dann nochmal wiederkommen, wenn das akut ist. Zurück zu Frau Schafgans und dem Ergebnis des Allergietests. Dann legen Sie nochmal ab und nehmen Sie gerne nochmal auf den großen Spielplatz. So, ich schaue das einfach mal an. Ja.
Also tatsächlich gibt es hier jetzt keine auffällige Reaktion. Also muss Nora Bartenburg dem Schnarchproblem ihrer Patientin anders näher kommen. Frau Schafgans soll sich deshalb einer Screening-Untersuchung für das Schnarchen unterziehen. Um zu sehen, ob da irgendwelche Atemaussetzer sind. Dafür bekommen Sie einen extra Termin. An diesem Termin bekommen Sie ein Gerät mitgegeben. Die Damen erklären Ihnen dann, wie Sie das anlegen. Das tragen Sie dann über Nacht. Das zeichnet Sauerstoffsättigung auf, das zeichnet Ihre Atmung über die Nase auf, das zeichnet auch Schnarchgeräusche auf. So, ich schreibe das einmal ganz kurz. Dann sehen wir uns nach dieser Untersuchung wieder und besprechen das Ergebnis. Mal gucken, wie wir weitermachen. Ja, wunderbar. Sehr gerne. Dann wünsche ich Ihnen alles Gute. Danke und bis bald. Auch wenn Frau Schafgans das Sprechzimmer schon verlässt, Nora Bartenburg muss sich nach jedem Kontakt noch einige Minuten schriftlich mit ihren Patientinnen und Patienten befassen. Gespräche, Befunde, Therapie und Abrechnungsmodalitäten, alles muss dokumentiert werden. Kostbare Zeit, die für die Patientenversorgung verloren geht. Gewöhnlich springe ich ja zwischen verschiedenen Räumen und wenn dann mal ein Raum kurzzeitig doch noch nicht besetzt ist und ich mal 2 Minuten ohne Patient im Raum bin, dann bin ich sofort am Dokumentieren und am Arbeiten. Im Schnitt 1 bis 2 Stunden am Tag kommen da bestimmt auch zusammen. Ja. Und man darf nicht vergessen natürlich, wie viel Bürokratie auch unsere Damen vorne machen. Also sehr viel wird uns ja zum Glück auch durch gut ausgebildete Fachkräfte abgenommen. Insofern bleiben manche Dinge auch nicht an mir persönlich hängen. Das geht aber eben auch nur, wenn man das entsprechende Personal hat. Ja, also gerade in Zeiten von Personalnotständen auch ist das für viele Kollegen sicher noch schwerer als für uns gerade. Inzwischen fühlen sich knapp über 90% der Ärzte und Psychotherapeuten durch die bürokratischen Aufgaben überlastet. Die nächste Patientin ist Frau Gier und sie hat Ohrenschmerzen, tippt selbst auf eine erneute Gehörgangsentzündung. Ja, also mit Gehörgangsentzündung haben Sie auf jeden Fall recht. Okay. Es geht los, nicht erschrecken. Und dann mache ich Ihnen da einen Streifen mit antibiotischer Salbe rein, das kennen Sie wahrscheinlich. Ja. Ja. Den Streifen dann optimalerweise 2 Tage im Ohr drin lassen und dann würde ich Sie in 2 Tagen gerne noch mal sehen. Nora Bartenburg wird den Heilungsverlauf noch mindestens 1, eher 2-mal kontrollieren, obwohl das Budget für die Patientin eigentlich jetzt schon aufgebraucht ist. Also ein Patient, der jetzt zum Beispiel eine Gehörgangsentzündung hat, das ist eine simple Geschichte. Da muss man sich aber letztlich trotzdem gut kümmern. Ich bekomme für einen Patienten ein Budget von um die dummen 25 Euro pro Quartal. Diese 25 Euro sind nach einem ersten Besuch erschöpft. Ja, also wenn ich den einmal angeguckt habe und vielleicht noch einen Hörtest mache oder irgendwas, dann bin ich schon deutlich über dieses Budget gegangen. Und mit jedem weiteren Besuch, mit jeder weiteren Untersuchung, mit allem, was uns irgendwie für den Patienten weiterbringt, für die Diagnosefindung möglicherweise weiterbringt oder auch in der Behandlung notwendig ist, mache ich letztlich meinen Stundenlohn schlechter. Das ist ein massiver Fehlanreiz. Herr Weiß ist zu einem ebensolchen Kontrolltermin gekommen. Seine Entzündung ist so gut wie abgeheilt. Als Patient teilt er die Kritik an der Vergütung von niedergelassenen Ärztinnen und Ärzten. Diese Fallpauschale, das kann einfach nicht funktionieren und die ist halt viel zu klein. Und wie sie sagte, dann ist entweder eine Massenabfertigung, dass Ärzte das möglichst kurz halten, oder ich bin zum Beispiel Privatpatient, das heißt, ich querfinanziere ein Stück weit dann die Leistungen, die von der GKV nicht mehr übernommen werden, teilweise ja aus politischen Gründen, und dass auch Frau Bartenburg leben will und dass diese Praxis auch bezahlt werden muss, die Angestellten hier, das ist auch alles selbstverständlich. Also von daher kann ich mich der Forderung von Frau Bartenburg dann nur anschließen. Erst am Mittag lichten sich die Reihen im Wartezimmer allmählich. Der nächste Patient ist Herr Dublé und er hört einfach nicht mehr gut. Ich habe ein Problem mit dem rechten Ohr und ich wollte am Freitagsplatte abtelefonieren und hörte nichts mehr. Mhm. Dann gucke ich mal in die Ohren und dann machen wir gerne auch mal einen Hörtest dazu. Ja. Ja? Kitzelt einmal. Hier ist Ohrenschmalz im Ohr.
Das würde ich mal rausholen. So, nicht erschrecken. Wird nass? Nur nass oder ist was anderes? Ist es nur nass oder ist was anderes? Ist nur nass. Okay, gut. Dann wird's noch mal nass. Noch mal nass. Und auch das andere Ohr von Herrn Dubli wird mit viel Wasser durchgespült. So. Da ist schon einiges gekommen. Das sieht gut aus. Ich kann Sie jedes Mal wieder verstehen, ob der seid. Also, wenn Sie einverstanden sind, würde ich empfehlen, dass wir mal einmal einen Hörtest machen, dass wir mal gucken können, wie sich das entwickelt hat. Udo Dublé macht sich auf zum Hörtest. Nehmen Sie gerne schon mal Platz. Die Aufgabe, sobald er einen Ton hört, muss er den Knopf einer Fernbedienung in seiner Hand drücken. Geht los. Herr Dublé hat seinen Hörtest abgeschlossen. Mit welchem Ergebnis, sagt ihm Nora Bertenburg jetzt. Also es ist insgesamt schon noch mal einen Ticken schlechter geworden. Ja, ich bin auch ein Hörgerät raus. Also die Empfehlung dazu ist ganz klar da, ja. Gerade auch, damit eben Ihr Gehirn weiter Signale vom Ohr bekommt. Weil gerade in den hohen Tönen kommt sehr, sehr viel jetzt nicht mehr bei Ihnen an. Aber sowas wie, ich sag mal, Vogelzwitschern oder ähnliches, da muss ein Vogel schon sehr, sehr laut sein, dass das bei Ihren Ohren jetzt noch durchdringt. Besprechen Sie es auch gerne noch mal mit Ihrer Frau. Ja? Überall da, die Leute, die Hörgeräte haben, die Probleme. Mein bester Freund hat sie alles verloren. Ja. Kein Mensch weiß, wo das geblieben ist. Gut, verlieren kann man alles, auch die Autoschlüssel. Ja. War's das? Wenn Sie nichts mehr haben? Nein, für sich nicht. Alles klar. Alles Gute wünsche ich. Fast 200 Patienten sind heute in der HNO-Praxis behandelt worden. Nora Bertenburg hat ein Viertel davon übernommen. Also, es gibt Tage, an denen es wirklich sehr, sehr anstrengend und sehr, sehr viel ist. Da ist man dann auch am Ende des Tages erschöpft. Aber bei allem Stress und bei allem Durchlauf und bei allen Ärgernissen auch mal hier und da über Bürokratie oder Hürden, die wir nehmen müssen, es ist doch einfach immer wieder schön, wenn ein Patient oder ein Mensch zufrieden hier rausgeht. Aber die HNO-Ärztin und Mutter von zwei kleinen Kindern hat noch lange keinen Feierabend. Ich werde gleich meine Kinder von der Kita abholen. Heute mit der Bahn. Es wird ein bisschen spannender mit zwei Kleinen. Ja, eigentlich ein ganz normaler Tagesablauf und Ausklang. Und morgen geht's wieder von vorne los. Die ersten Patienten haben sich schon angekündigt.